Götz Frömming. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, werte Kollegen der CDU-CSU-Fraktion. Also ich finde das ja schon recht putzig, wie ausgerechnet die CDU-CSU-Fraktion sich hier in dieser Debatte als Gralshüter einer geregelten Einwanderungspolitik geriert. Liebe Kollegen, auch wenn Sie das nicht hören wollen, Angela Merkel war Ihre Kanzlerin, und es gab unter keinem anderen Kanzler ein so großes Chaos in der Einwanderungspolitik wie unter Angela Merkel. Und werter Kollege Gröhe, das ist keine dumpfe Stimmungsmache. Das Aussprechen der historischen Wahrheit gehört zu einer ehrlichen Debatte dazu, meine Damen und Herren. Ja, wir haben eigentlich gedacht, dass es nach Angela Merkel nicht schlimmer kommen könne. Aber dann kamen Nancy Faeser und Hubertus Heil und legen uns ein Gesetz vor mit dem Titel Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung. Werte Kollegen der Ampel, werte Bundesregierung, sprechen Sie eigentlich noch mit den Menschen da draußen auf der Straße? Offenbar nicht. Sonst wüssten Sie, was der Mann auf der Straße inzwischen denkt, wenn er das Wort Fachkraft hört. Es ist Ihrer Politik zu verdanken, dass das Wort Fachkraft inzwischen für viele Menschen in den Ohren wie ein Schimpfwort klingt, meine Damen und Herren. Und diese verkorkste Fachkräfteeinwanderung, die wir bisher hatten, die wollen Sie nun auch noch weiterentwickeln. Das ist ja schon fast eine Bedrohung, meine Damen und Herren. Und ich frage mich, also, ob das jetzt alles nur dreist ist oder ob Sie wirklich so dumm sind. Aber Tatsache scheint wohl zu sein, Sie haben komplett den Kontakt zu unserer Bevölkerung verloren, meine Damen und Herren. Ja, es wurde schon angesprochen, etwa 2 Millionen offene Stellen haben wir, etwa 2 Millionen Migrantenfachkräfte, hieß es ja damals, sind nach Deutschland gekommen. Davon sind nur die wenigsten in Lohn und Brot. Jüngst hat ein Experte in dieser Frage aus der Fraktion Die Grünen auf das Problem hingewiesen. Boris Palmer heißt der gute Mann, er ist Oberbürgermeister in Tübingen, weiß, wovon er spricht, und er hat ganz zu Recht gesagt, wieso sollte denn der syrische Familienvater, der vielleicht Maler ist, jeden Morgen aufstehen und zur Arbeit gehen, wenn er für seine 5 Kinder und in unserem Sozialstaat auf andere Art und Weise besser leben kann. Das ist die Wahrheit, meine Damen und Herren. Deutschland ist leider nicht als Arbeitsplatz attraktiv. Deutschland ist der Welt nur als Sozialamt attraktiv. Und das hat zu tun natürlich damit, dass wir die höchsten Steuern und Abgaben haben in diesem Land, dass wir inzwischen die höchsten Energiepreise haben in diesem Land und dass wir ein verkorkstes und kaputtes Bildungswesen haben, meine Damen und Herren. Deshalb machen echte Fachkräfte längst einen Bogen um dieses Land. Sie wollen die Hürden weiter absenken. Das Goethe-Institut hat zu Recht gewarnt. Sie wollen keinerlei Sprachprüfungen mehr abhalten lassen. Jeder kann kommen, egal ob er ein Wort Deutsch spricht oder nicht. Das stärkt nicht diesen Zusammenhalt in dieser Gesellschaft, den wir dringend brauchen. Das schafft auch keine Abhilfe der fehlenden Arbeitsplätze, die zu besetzen sind. Das zerstört den Zusammenhalt dieser Gesellschaft, und wir lehnen Ihren Gesetzentwurf ab. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Nächste Rednerin für die FDP-Fraktion, Dr. Ann-Veruschka Juri.